Das Leben der heiligen Rita und Novena erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Das Leben der heiligen Rita von Cassia, 1381 bis 1447. Rita, das einzige Kind von Antonio und Amata Lotius, wurde um das Jahr 1381 in Rocca Porena bei Cascia geboren. Die Eltern waren wegen ihrer Mildtätigkeit und Friedfertigkeit angesehen und geachtet. Sie erzogen ihr Kind mit Sorgfalt und Liebe. Schon im Jugendalter fühlte sich Rita zum Ordensleben berufen und wollte bei den Augustinerinnen in Cassia eintreten. Die Eltern gaben ihr dazu aber nicht die Erlaubnis, da sie glaubten, ihr Kind wäre in einer Ehe besser versorgt, und bestimmten auch den Ehepartner Fernando Mancini, der Sohn eines alten Freundes des Vaters, hatte als Söldner gedient und war so zu Wohlstand und Berühmtheit gekommen. Rita entsagte aus Liebe zu den Eltern ihrem Herzenswunsch und heiratete in noch jungen Jahren Fernando. Gott schenkte ihr zwei Söhne, Giovanni und Paolo, die sie im christlichen Geist erzog. Auch ihren Mann liebte und umsorgte sie, obwohl er aufgrund seines heftigen Charakters Rita mit seinen Zornesausbrüchen, Beschimpfungen und Schlägen das Leben schwer machte. Trost, Kraft und Zuflucht fand Rita beim leidenden Heiland am Kreuz. Schließlich, nach vielen Ehejahren, konnte sie durch ihr ganzes gutes Leben und Vorbild die Bekehrung Fernandos erleben. Doch nur kurze Zeit währte für Rita dieses Eheglück. Um einen Freund vor einer Verschwörung zu warnen, unternahm Fernando eine gefahrvolle Reise, die er mit dem Leben bezahlen musste. Nun lag die Aufgabe der Erziehung von Giovanni und Paolo allein in den Händen Ritas. Beide Söhne hatten das jähzornige Temperament ihres Vaters geerbt und waren fest entschlossen, dem Mord am Vater zu rächen. Da es Rita nicht gelang, sie umzustimmen, flehte sie zu Gott, er möge ihre Söhne vor schwerer Schuld bewahren, auch wenn es ihr Leben kosten sollte.
Gott erhörte Ritas Gebet. Beide Söhne starben kurze Zeit darauf an der Pest, konnten sich aber noch auf dem Totenbett mit Gott aussöhnen und haben dem Mörder ihres Vaters verziehen. Erst nachdem es Rita gelang, die verfeindeten Familien, die in den Mord an Fernando verwickelt waren, zu versöhnen, war für sie der Weg ins Kloster frei. Schwester Rita zeichnete sich im Kloster aus durch einen eifrigen Bußgeist und Entsagung, durch Liebe zu den Kranken und Armen, die sie pflegte, tröstete und zu Gott führte. Sie war bekannt als Friedensstifterin und Helferin der Notleidenden. Im Jahre 1432 hörte Rita am Gründonnerstag eine Predigt von Jakob von der Mark über die Passion Christi. Sie war zutiefst davon ergriffen und bat Christus um die große Gnade, an seinem Leiden teilhaben zu dürfen. Christus erhörte ihre Bitte. Ein Dorn aus der Dornenkrone bohrte sich in Ritas Stirn. Bis zu ihrem Tode trug Rita das Stigma der Stirnwunde. In den letzten Lebensjahren ertrug Rita mit großer Geduld neben vielen körperlichen Krankheiten und Gebrechen auch das Gefühl einer scheinbaren tiefen Gottverlassenheit. So wollten ihr Glaube und ihre Liebe geläutert und vervollkommnet werden. Kurz vor ihrem Tode schenkte ihr der Herr eine besondere Freude. Mitten im Winter erblühte für sie eine Rose an ihrem Rosenstrauch in Rocca Porena. Nach Ritas Tod am 22. Mai 1447 geschahen auf ihre Fürbitte viele Wunder und ihre Verehrung breitete sich rasch aus. Sie wurde 1628 vom Papst Urban Achte selig und 1900 vom Papst Leo XIII. Heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 22. Mai. Ritas unverwester Leichnam ruht in der Basilika die Santa Rita in Cascia. Ihre ikonografischen Attribute sind das Kreuz, die Stigmata auf der Stirn und die Rose. Rita wird in allen Nöten des Leibes und der Seele angerufen und trägt den besonderen Ehrentitel Helferin in aussichtslosen Anliegen. Novena, Novengebet zur heiligen Rita, erster Tag, Einführungsgebet. O heilige Rita, von Gott durch Wunder verherrlicht, du besitzt das seltene Vorrecht, die besondere Patronin und Helferin in verzweifelten Fällen zu sein. Mit großem Vertrauen auf die Macht deiner Fürbitte komme ich darum zu dir, um in meinem gegenwärtigen Anliegen dich um Hilfe anzurufen. Habe Mitleid mit mir. Würdige dich, mein Gebet gnädig anzuhören. Bringe es vor den göttlichen Gnadenthron und erwirb mir durch deine eifrige Fürbitte
Erhörung in meinem Anliegen. Ich bin zwar wegen meines sündigen Wandels deiner Fürbitte nicht würdig, allein das große Vertrauen, das ich zu dir trage, verdient wohl, dass du dich meiner Sache annimmst. Ich bin gewiss, dass du nicht auf die Verdienste siehst, sondern auf die Not und das Gebet derer, die dich anrufen. So lass denn, o heilige Rita, mein inständiges Bieten dein Herz durchdringen. Lass mich nicht ungetröstet von dir scheiden. Ich verspreche dir, zeitlebens deiner Wohltaten eingedenk zu sein und dich stets als meine besondere Patronin zu verehren und zu lieben. Amen. Erster Tag. Guter Gott, in Gedanken pilgere ich nach Rocca Purina. Mein Weg führt mich in das Haus, wo Rita einen wesentlichen Teil ihres Lebens verbracht hat. Hier hat sie in treuer Pflichterfüllung ihre alltäglichen Aufgaben gemeistert. Hilf bitte auch mir, im Alltag meine Pflichten in christlicher Verantwortung zu erfüllen. Zeige mir durch die Fürbitte der heiligen Rita, dass keine Arbeit zu klein und kein Dienst zu gering ist, als dass du sie nicht als wohlgefälligen Gottesdienst annehmen würdest. Hilf mir, dass ich alles aus Liebe zu dir und zu deiner Ehre vollbringe. Litanei zu Ehren der heiligen Rita. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Nikolaus von Tolentino, bitte für uns. Heilige Rita, bitte für uns. Du unablässige Beterin, bitte für uns. Du Engel der Armen, bitte für uns. Du Helferin der Kranken, bitte für uns. Du treu besorgte Gattin, bitte für uns. Du leidgeprüfte Mutter, bitte für uns. Du gottergebene Witwe, bitte für uns. Du heilige Braut Christi, bitte für uns. Du opferbereite Mitschwester, bitte für uns. Du demütige Dulderin, bitte für uns. Du gehorsame Ordensfrau, bitte für uns. Du Botin der Liebe,
Bitte für uns. Du Vorbild der Barmherzigkeit. Bitte für uns. Du selbstlose Friedensstifterin. Bitte für uns. Du Verehrerin des Heiligen Kreuzes. Bitte für uns. Heilige Rita. Den Eltern gehorsam. Bitte für uns. Heilige Rita, du Spiegel der Geduld. Bitte für uns. Heilige Rita, du Beterin unter dem Kreuz. Bitte für uns. Heilige Rita, du Helferin der Armen. Bitte für uns. Heilige Rita, mit der Stirnwunde bezeichnet. Bitte für uns. Heilige Rita, durch Wunder verherrlicht. Bitte für uns. Heilige Rita, du Helferin in allen Anliegen. Bitte für uns. Dass wir im Unglück nicht verzweifeln. Bitte für uns. Dass wir das Kreuz geduldig tragen. Bitte für uns. Dass wir Gott über alles lieben. Bitte für uns. Dass wir die Gebote treu erfüllen. Bitte für uns. Dass wir den Feinden verzeihen. Bitte für uns. Dass wir keinen Menschen verachten. Bitte für uns. Dass wir die Mitmenschen lieben. Bitte für uns. Dass wir den Armen und Kranken helfen. Bitte für uns. In allen Gefahren des Alltags. Bitte für uns. In allen Versuchungen des Lebens. Bitte für uns. In allen Nöten und Anliegen. Bitte für uns. In jedem Leid und aller Trauer. Bitte für uns. In den Tagen der Krankheit. Bitte für uns. In der Stunde des Todes. Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, du heilige Rita. Dass wir würdig werden, der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Gott, du hast in deiner großen Güte die heilige Rita mit vielen Gnaden ausgezeichnet. Sie liebte ihre Feinde und tat Gutes denen, die ihr Böses zufügten. In ihrem Leben trug sie das Kreuz deines Sohnes mit. Immer mehr ist sie dem leidenden Christus gleichförmig geworden und durfte als Zeichen deiner Liebe die Stirnwunde tragen. Gib, dass wir auf ihre Fürbitte die Kraft zur Versöhnung erhalten und dem Frieden dienen. Hilf uns, die Widerwärtigkeiten des Lebens und alle Leiden und Nöte geduldig zu ertragen und deinem Sohn auf dem Weg des Kreuzes nachzufolgen. Das gewähre uns auf die Fürbitte der heiligen Rita durch Christus unseren Herrn. Amen. Zum Abschluss, heilige Rita, ich will, wie du stets, voll Geduld zum Kreuz aufschauen und in der Prüfung und im Leid auf Gott, den Allmächtigen, vertrauen. O Helferin, in aussichtslosen Anliegen,
Heilige Rita, bitte für uns bei Gott. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.